Also, wenn ich mich in etwas hineindenken kann, dann ist es ein fliehendes Pferd. Der Bauer hier hat den Fehler gemacht, von vorne auf das Pferd zuzugehen und auf es einzureden. Einem fliehenden Pferd kannst du dich nicht in den Weg stellen. Es muss das Gefühl haben, sein Weg bleibt frei. Und ein fliehendes Pferd lässt nicht mit sich reden. Seit 11 Jahren verbringen Sabine und Helmut Halm ihren Urlaub in einem bestimmten Ferienhaus am Bodensee. Sie sind Gewohnheitstiere, durch und durch. Sabine und Helmut, das ist die berühmte Geschichte vom Topf und seinem Deckel. Sie haben zwei gemeinsame Kinder und eine Hündin namens Otto. Aber das Wichtigste ist, sie sind eigentlich sehr gern zusammen allein. Mein Gott, wie schön wäre es jetzt mit Sabine allein. Sie sprachen selten, wenn sie wanderten, höchstens, dass Sabine einmal sagte, was sowieso beide sahen. Sie sagte, eine Bank, wenn sie vor einer Bank standen. Und wenn er gerade dachte, ob sich das Wetter hält, sagte sie, ich glaube nicht, dass es zum Regnen kommt. Und dann war es völlig egal, ob es zum Regnen kam oder nicht, weil es auch völlig egal war, was einer sagte oder gesagt hatte oder je sagen würde. Meistens hob er dann seine Stimme an und sagte, ach du einziger Mensch, Sabine. Der Zufall durchlöchert diesen Urlaubsalltagstrott jäh, denn sie treffen auf Klaus Buch. Der ist ein ehemaliger Schulfreund, Jugendfreund und Kommilitone von Helmut. Zwar genauso alt, 46, aber sieht aus wie 26. Durchtrainiert, jung, dynamisch wirkt er auf Sabine und Helmut. Und auch Klaus' 18 Jahre jüngere Frau Helene macht den Eindruck, als könnte sie von ihrem Mann nicht genug bekommen. Und jedes Mal, wenn sie mit ein bisschen weniger als Schmacht zu ihm hinschaute, sagte er sofort mit mutloser Stimme, du magst mich nicht mehr, gell? Darauf ließ sie ihre Lippen sich jedes Mal sofort zum Kuss formieren und küsste hinüber zu ihm. Helmut hatte das Gefühl, sie küsse einfach hinüber, egal wo es gerade hintreffe. Aber wenn man die braunen Arme und Hände der beiden und Helmuts und Sabines Arme und Hände auf dem Tisch liegen sah, wusste man, wer zusammengehörte. Diese Begegnung hat Folgen. Man verabredet sich zum gemeinsamen Abendessen, zum Segeln, zum Wandern. Klaus geht in Erinnerungen regelrecht auf, erzählt von Helmut, macht sich selbst klein, um noch größer zu wirken, und lässt durch seine detailgetreuen Schilderungen des Vergangenen seine Muskeln spielen. Helmut indessen kann sich an fast nichts erinnern. Er hätte auch diesen Klaus Buch, wie er ihn immer nennt, nicht wiedererkannt. Die Konfrontation mit seinem alten Freund hat zur Folge, dass er sich selbst gegenübersteht. Durch die Vergangenheit wird er mit der Gegenwart konfrontiert. Das überrollt ihn regelrecht. Das macht ihm Angst. Die beiden Männer könnten nicht unterschiedlicher sein. Während Klaus vom Vergangenen erzählt, als sei es lebendig, betrachtet Helmut die Vergangenheit als etwas Abgestorbenes. Man fragt sich, wer doch schaut hier wen? Bei einer gemeinsamen Segeltour unter Männern kommt es schließlich, wie es kommen muss.
Er, Klaus Buch, habe, ohne sich im geringsten in Helmuts Angelegenheiten einmischen zu wollen, das Gefühl, als könne es Helmut gut tun, wenn er hier einfach mal Klarschiff machen, die Brücken abbrechen und in eine neue Welt aufbrechen würde. Das Leben bedarf des Reizes, sagte Klaus Buch, sonst erlischt es, bei Lebzeiten. Verstehst du, das ist anders als beim Ethischen oder Moralischen. Das existiert einfach so, das Geistige. Das kann vielleicht seine Spannung aus sich selbst erzeugen. Ich weiß das nicht so genau, da bist du der Experte. Ich dagegen weiß, dass das Lebendige den Stoß braucht. Das Lebendige braucht überhaupt das ganz Neue. Dem Lebendigen kann nichts neu genug sein. Je neuer, desto lebendiger. Die total unvorhersehbare Reaktion, verstehst du? Das ist das Leben. Also, pass aber auf, Helmut. Wie oft bummst du deine Frau? Helmut, dessen Spitzname Bodenspecht lautet, führt als Gymnasiallehrer ein Kleinbürger-Dasein, indem er Leuten beim Reden immer auf die Füße schaut. Er liebt den Schein mehr als das Sein und ärgert sich, wenn man ihn durchschaut. Denn nur Sabine hat das Recht dazu, ihn zu durchschauen, ihn wirklich zu kennen. Zu seinen Grundbedürfnissen gehört es, Kierkegaard in seinem tiefsten Inneren nahe zu sein. Er hechtet der Welt des Scheins hinterher, wie Hündin Otto Gerüchen. Dieser Klaus Buch dagegen ist beängstigend draufgängerisch jung. Er wird für Helmut zur Bedrohung. Gegenüber diesem dynamischen, schon gar kindlich gebliebenen Mann kann er nicht glänzen. Klaus und seine Frau Helene meiden alles, was ihre Unabhängigkeit in irgendeiner Weise einschränken oder gefährden könnte. Sie sind das perfekte Paar und führen die perfekte Ehe. Helmut und Sabine werden, jeder für sich, mit einer so geballten Ladung Perfektion konfrontiert, dass sie fasziniert sind. Sabine von Klaus, Helmut von Helene. Er beschwerte sich noch einmal darüber, dass sie sich morgen vorm Segeln drücke. Er verstehe das nicht. Sie spreche von diesem Klaus-Buch wie die Blume vom Wind und dann drücke sie sich. Morgen sei doch gar nicht ihr Friseurtag. Sie habe Angst, sich in Klaus, den Helmut wortbrüchig wieder dieser genannt habe, zu verlieben, sagte sie und kicherte unschön. Helmut überlegte sich, ob er sie vergewaltigen und dann ins Wasser werfen und nicht mehr an Land lassen sollte. Ich verzeihe dir diesen Ausrutscher und den nächsten, sagte er. Erst den übernächsten nehme ich dir übel. Der nächste danach ist dann tödlich, absolut tödlich. Mich friert's, wenn du so redest, sagte sie. Dann ist es gut, sagte er. Mir wird warm, wenn's sich friert, wenn ich rede. Dann gibt's doch ein Gewitter, sagte sie. Oh, du Naturalistin, sagte er. Wir bewegen uns am Rand der Katastrophe und du redest wie der Wettermann. Wir sind beide ein bisschen verführt momentan, sagte er. Lass uns aufpassen. Wir sind doch schon weiter als die, sagte er. Du vielleicht, sagte sie. Biene, sagte er, ich weiß, du nicht. Ich auch nicht, Biene. Werde ich doch gegen diese Verführung durch die Familie Buch. Mensch, auch wenn das, was die tun, das Richtige ist. Lass uns beim Falschen bleiben. Warum? Fragte sie. Ich weiß es nicht, sagte er. Aber, sagte er, es sei noch nie so notwendig gewesen, beim Falschen zu bleiben wie jetzt. Das Falsche ist das Richtige. Und dann ist sie nicht mehr weit. Die wortgeballte Katastrophe, auf die beide Paare zusteuern, ohne damit zu rechnen. Das bildlich gesprochene Pferd wird aufgeschreckt und flieht.
flieht vor sich selbst und findet dadurch zu sich selbst. Nicht nur der Schein bröckelt, auch das Sein. Denn man war, was man ist, und man ist, was man mal war. Martin Walser schrieb die Novelle »Ein fliehendes Pferd« im Sommer 1977. Sie zählt bis heute zu seinen größten literarischen Erfolgen.